Stopp, Leute, bevor das Video anfängt, hi! Ihr erinnert euch ja bestimmt an vor 2 Monaten, als ich die Songumfrage gemacht habe, wo es 2 Songs gab und jeweils 2 potenzielle Düfte. Und heute ist es genau 2 Monate her, dass ich diese Songs hochgeladen habe. Und es ist soweit. Julia Beautics Your Choice Love gibt es ab morgen, ab dem 2. September, in jeder Rossmann-Filiale und online in ganz Deutschland zu kaufen. Hinten auf der Packung befindet sich sogar nochmal ein QR-Code zum Song. So sieht der Flakon aus. Ich finde, er ist wunderschön geworden. Aber macht euch am besten selbst ein Bild davon. Ich finde den Duft so unfassbar toll. Geht auf jeden Fall morgen sofort alle in den Rossmann und schickt mir unbedingt Bilder. Ich bin so unfassbar aufgeregt, wie euch der Duft gefällt. Vielen, vielen Dank auch an euch. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Jetzt starten wir aber auch mit dem Video. Viel Spaß! Hallo Leute, wir drehen heute ein Video. Alles ist ganz normal, oder? Mhm. Wir fangen dann jetzt an, oder? Mhm. Ja. Oder auch nicht. Tada! Wir haben uns umgezogen und zwar nicht in irgendein Outfit, sondern in ein anderes Outfit. Nein. Oh. Ja schon, aber es ist nicht nur ein anderes Outfit, sondern es sind 2 ganz besondere Outfits. Denn es handelt sich hier um meine neue Merch-Kollektion, beziehungsweise um 2 Teile aus dieser Kollektion. Wir haben mit Hangry noch ein bisschen was anderes gemacht, geschaffen, getan, gesucht, gedenkt, gemacht. Das sind 2 Teile aus der Kollektion. Einmal so ein Longsleeve-Oberteil, was ich immer hochkrempe. Und Jana trägt ein... Oh, das ist hier ein bisschen groß, ne? Das ist eigentlich ein Crop-Top, aber meine kleine Schwester hat, glaube ich, gerade M an. Deswegen ist es irgendwie kein Crop-Top. Aber an sich ist es ein Crop-Top. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr jetzt mal unten in den Link in der Infobox, auf den Link in der Infobox klickt und euch die Kollektion anguckt. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Nicht nur mit Hangry, sondern auch noch andere Dinge. Also schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei. Link ist, wie gesagt, unten in der Infobox. Jana hat Bock auf dieses Video jetzt, oder? Ja. Hast du doch wirklich, oder? Ja. Für mich ist es ein sehr schlimmes Video heute, denn Jana hat mal wieder die Chance, 5 Minuten lang alles bei Amazon zu bestellen, was sie will. Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich ganz schön. Für mich ist es aber nicht schön, weil es wird nachher von meinem Bankkonto abgebucht. Das heißt, sie hat 5 Minuten volle Kontrolle darüber, ob ich mir morgen noch eine Packung Nudeln kaufen kann oder nicht. Okay, ganz so schlimm wird es wohl nicht sein. Ist bei Amazon überhaupt so richtig teure Sachen? Du brauchst kein iPhone. Ich hole jetzt mal mein iPad, damit Jana ganz viel bestellen kann. Und dann legen wir auch schon los. Wünscht mir Glück! Okay, wir müssen uns ein bisschen hier an das iPad setzen. Nee, daneben. Oder geh einfach ganz. Wir haben jetzt das iPad hier und wir gehen jetzt auf Amazon. Und warum steht da... Oh, ich muss mich kurz anmelden. Bleib hier! Oder willst du nicht mehr? Okay. Oh, warte, ich muss einen Timer machen. Oh, ich bin so blöd. Leute, ich bin durch den Wind irgendwie. Ich bin dumm. Mach doch so hoch. Wie geht das jetzt? Wo ist denn das? Ich kann nichts hin. Okay, so. Ich habe jetzt hier den Timer und ich starte ihn jetzt. Was machst du da? Komisch. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Was ist das? Wieso kommt da jetzt jemand? Hallo? Irgendjemand kommt hier rein. 4 Minuten 33 noch. Was machst du da? Ei, da müssen wir mal da rein. Hallo. Okay, ich glaube, wir hören kurz auf. Einige von euch haben was mitbekommen. Ich habe meine neue Küche hier eingebaut bekommen und dann war der Wasserhahn so vorm Fenster platziert, was nicht geplant war, dass man das Fenster nicht mehr öffnen konnte. Und das muss jetzt geändert werden. Deswegen waren die jetzt gerade kurz da und hatten irgendwie anscheinend keine Lust zu gehen. Wollten sich hier noch alles angucken. Und jetzt sind sie aber... Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter, genau. 14 Sekunden wegen dem Fall. Du armes Ding. Jana hat jetzt leider nur noch 4 Minuten 20 Zeit und hat noch nichts bestellt, also würde ich sagen... Ja, klar. Hä, hast du schon was im Warenkorb? Nö. Ja, doch. Echt? Oh. Ja, was ist das? Dann leuchtet die Toilette. Wie, da leuchtet die Toilette? Was hast du denn da hingeholt? Ist das einfach so eine Lampe im Klo? Lassen wir es dabei. Okay, 4 Minuten 20 starten ab jetzt. Super, warten. Oh nein. Ey, Jana, die ist so teuer. Psst. Die kostet 40 Euro. Oh Mann. Let's. Jana, was machst du da? Schnell. Wie? Ich hätte dir vorher nicht sagen dürfen, was wir drehen. Hallo, schneller. Und was? Jana, was machst du da? Ah, ne, ja, okay, das ist okay. Ich dachte gerade, die holt jetzt eine Unterwasserkamera. Nein. Komm nicht auf die Idee. Okay. Popcornmaschine. Ja, du brauchst keine Popcornmaschine. Ach. Jana, wirklich, du brauchst keine Popcornmaschine. Wir haben so ein Popcornmachding. Oh mein Gott, wie geil! Letztes Mal war das viel besser. Wir haben dieses Video. Da haben mich alle gemobbt, weil ich so wenig gekauft habe. Wir haben letztes Mal das Video schon mal gedreht und sie hatte keine Ahnung, was sie bestellen soll. Du hast noch 3 Minuten Zeit. 2 Minuten 51. Och, ach Jana. Wofür brauchst du das? Duschen. Duschen? Was? Lass mich in Ruhe, ich muss nachdenken. Sie kauft nur Schrott. Was zur Hölle? Coole Sachen. Wie coole Sachen? Ja,
Ahnung. Da habe ich auch das Klozeug gefunden. Das Klozeug bei coole Sachen. Ja, guck, Eier. Richtig cool. Was ist das denn? Ja, ich rede weiter. Oh mein Scheiße, ich hatte gerade was. Was denn? Okay, also dieses eine Teil, was da gerade war, muss ich leider auspixeln, Leute. Tut mir leid. Aber sonst habe ich ein Problem. Du hast übrigens noch eine Minute und 35 Sekunden Zeit. Du brauchst keine Schuhe. Ich bestelle nicht Schuhe. Lass mich veräppeln. Jana, die letzten 5 Minuten damals als so teilt an mich selbst. Vorhin hast du mir noch irgendwas gesagt, was du bestellen willst. Das fand ich sogar cool, aber ich glaube, das hast du jetzt vergessen. Ah, ich weiß. Nee, du wolltest dir doch neue AirPods. Oh, wieso sag ich das? Das war dumm. Jana hat letztens im Urlaub ihre AirPods verloren, aber sie hat so Fake-AirPods. Nein, du willst keine echten nehmen. Jana, nein, du nimmst keine echten. Du verlierst sie eh wieder. Okay, dann nehme ich halt. Du nimmst keine echten AirPods. Das ist Quatsch. Die haben noch 35 Euro oder so gekostet, oder? Nee, das ist kein Zeitverschwendung. Du hast übrigens noch 26 Sekunden Zeit, deswegen würde ich mich beeilen. Also ein bisschen mehr beeilen, als du es jetzt gerade tust. Yeah. Weil sonst kriegst du keine AirPods. Also gar keine. Bist du fertig? Du hast noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keine Zeit mehr! 216 Euro. Was? Oh mein Gott, was hast du jetzt bitte gerade alles bestellt? Also, was hast du da jetzt alles... Warte mal, da ist... Okay, eine Muschelkette. Okay, AirPods. Ja, bin ich selber schuld. Warum brauchst du weiße Nikes? Die wollte ich schon immer haben. Du hast hier weiße Nikes. Ja, aber die sind auch cool. Alles klar. 65 Euro Popcornmaschine. Ja, da willst du mich veräppeln. Die ist cool. Ja, okay, das Remington-Ding, das ist gut. Das habe ich sogar auch, glaube ich, das Glitteisen. Das sei dir verziehen. Eine Zuckerwattemaschine ist auch sowas von überflüssig. Nein. Und dieses Klo-Ding ja, finde ich irgendwie witzig. Aber ich meine, es tut mir trotzdem ein bisschen weh, jetzt für 300 Euro bin ich bestellen zu müssen. Ah, bin ich angemeldet. Okay, ich muss gleich mal nach dem Passwort gucken und dann bestelle ich die Sachen. Oh mein Gott, das ist so teuer. Egal. Okay, ich suche jetzt das Passwort. Ich habe jetzt alle Sachen nochmal auf dem Handy eingegeben, weil ich dumm bin und mein Amazon-Passwort irgendwie vergessen habe und es gerade nicht finde. Deswegen bestelle ich die Sachen jetzt alle auf meinem Handy. Oh, ihr seht mich gar nicht. Hoppala. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gerade meine Adresse nicht sehen. Das wäre nämlich doof. Ich halte meinen Namen und meine Adresse jetzt mal zu. Aber ihr könnt jetzt sehen, ich habe bestellt. Vielen Dank. Ihre Bestellung wird bearbeitet. So, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder, wenn all die Sachen angekommen sind. Bis morgen. So, Leute. Es ist 2 Tage später und alle Pakete sind jetzt da, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Es sind ein paar Pakete da. Freust du dich schon? Ja. Auf was freust du dich am meisten? Das Klo-Ding. Ach ja, da war ja so ein komisches, dämliches Klo-Teil, was ich immer noch nicht verstehe. Fangen wir klein an? Ja. So, da, das ist nicht klein. Ach so, das ist klein. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist bestimmt deine Muschelkette oder was? Hä, hast du sowas Kleines bestellt? Ja, die Muschelkette. Oh, das sind sogar zwei. Soll ich die ummachen? Das sieht süß aus. Kann ich die andere tragen dann? Die so richtig einfach so, ja, okay. Dann gebe ich halt eine ab. Tada! Jetzt sind wir Muschelkettenschwestern. Yay! Nein, das ist immer noch zu groß. Willst du dich von klein nach groß hangeln, oder was? Ja. Okay. Aufreißen. Klo! Yay. Die Klolampe! Ich will es ausprobieren. Jetzt? Ja. Na gut, dann lass uns Klolampen ausprobieren. So, Leute, der Moment der Wahrheit. Ich glaube, das muss unter die Klobrille. So, da. Und dann irgendwie so, kann man das... Ja. So bescheuert, dieses Teil. Okay, 3, 2, 1. Geht's nicht an? Ich glaube, es ist komplett dunkel. Das machen wir Tür zu. Hä, das verstehe ich nicht. Wir haben es jetzt ungefähr 15 Mal im Dunkeln und im Licht versucht und dieses Teil funktioniert aber nicht. Voll der Scheiß. Ich wollte eine leuchtende Toilette. Twilight, ihr seid doof. Ihr funktioniert gar nicht. Oder wir sind zu blöd. Das kann eigentlich nie sein. Girl, I'm singing no more lonely night. Marius, ich hab Moorwurm. Mann. Weiter geht's. Was ist das? Diese Unterwasser... Hä? Ah, nee, diese Hände, die an der Wand kleben. Wow, so cool. Kann die an der Wand kleben. Und? Hält? Wow, super. Ich glaube, das funktioniert bestimmt nur am Fenster, oder? Geh mal da. Sind jetzt am Fenster? Ja, toll. Also geht es nur an so Glasoberflächen. Guck mal, hier sind deine AirPods. Okay, das sind definitiv keine. Oh Gott, sind die riesig. Die sind ja massiv groß. Aber halten die im Ohr? Ja. Okay, cool. Ja. Ja. Next piece! Schere! We don't need Schere. Schere ist nicht... Oh doch, wir brauchen Schere. Mal aufmachen! Dein Glätteisen! Und die Hülle. Was Hülle?
Hey, warum brauchst du überhaupt ein Glätteisen? Guck mal, bei den Haaren. Ja, da kann keiner Locken machen. Ist das nicht sogar dasselbe, was ich habe? Hast du das schon mal? Stimmt, das habe ich schon gerade vor 2 Tagen. Das ist sehr gut, Leute. Das kann ich euch empfehlen. Übrigens packe ich euch mal die Links unten in die Infobox von allen Sachen, die wir jetzt bestellt haben. Next one! Was ist das jetzt? Diese komische Unterwasserhülle? Das ist doch so überflüssig. Wofür brauchst du das, Jana? Ich verstehe das nicht. Ganz wichtig, die Schlaufe. Vor uns das im Waschbecken verloren geht, das Handy. Okay, let's try this out. Woo! So, jetzt rein mit dem Handy. Hast du keine Angst um dein Handy? Hast du es richtig zugemacht? Ja. Nein. Hast du es nicht richtig zugemacht, Jana? So, und? Ist nass das Handy? Nicht nass. Ist nicht nass? So, Handy noch trocken. Aufnahmen sind auch richtig cool geworden. Also, Daumen nach oben, oder? Ja. Sehr cool. Was hast du so Großes bestellt? Jana? Jetzt verstehe ich auch, warum das Ding so teuer war. Willst du mich veräppeln? Alter, das ist einfach so eine monströs große Party-Popcorn-Maschine. Wolltest du nur so eine kleine haben, oder? Ja. Oh mein Gott. Mit der Maschine kann man einiges an Popcorn machen. Doch nicht, oder? Ich glaube, die schicken wir zurück. Hauptsache einfach so ein riesen Oschi-Teil. Oschi-Teil? Krieg das nicht mal mehr zu. Und das nächste Paket. Ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Das ist die Zuckerwattemaschine und die ist auch nicht massiv übergroß. Die Popcornmaschine gerade. Sagen wir, probieren die auch einfach direkt mal aus, oder? Jetzt direkt? Ja, jetzt direkt. Okay. Woo! Wir probieren jetzt Zuckerwatte aus. Zuckerwatte aus! Wir müssen das einmal so umdrehen. Mann! Braucht man dafür richtigen Zucker? Also, hallo, glaub, man braucht bestimmt Zucker. Ja, lass einfach probieren mit normalem Zucker, ne? Ich weiß, dass da jetzt auf jeden Fall Zucker rein muss. Kommt da nicht Wasser rein? Oder ja, ich Äpfel? Weiß, Leute, Jana ist bekannt für oder, ihre guten oder Jokes. Doch Äpfel. Oh mein Gott. Ih, das fängt an zu stinken. Wir brauchen so ein Ding. Achso, hast du schon ein Ding? Mit dem man einen Einblick bekommt. So sieht das jetzt gerade aus. Sieht da jetzt langsam was? Also eigentlich müssen ja, sie das muss hier erstmal warten. Ja, aber eigentlich müssen sie schon längst Fäden ziehen. Das dauert normalerweise nein, nicht so lange. Doch. Warum machst du das da rein? Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, Fäden, Jana. Nein, nicht so. Doch, so. Siehst du, das muss so machen. Nein, das muss nicht so. So, dabei drehen. Voll cool. Oha. Jana macht Zuckerwatte. Oh mein Gott, wie groß wird die? Du hast ja auch 3 Millionen Löffel da reingemacht. Eine Runde, kein Zwerg. Wie viel Zucker kommt denn da raus? Leute, guckt mal bitte, was für eine riesige Zuckerwatte das ist. Letztes Mal, als ich die mit Joey gemacht habe, wurde die einfach so ein richtig, das wurde so eine richtig kleine dumme Wurst. Guck mal, Joey, wenn du nicht dabei bist, dann wird alles viel, viel besser. Nein, Spaß. Oh ja, lass gleich gleich probieren. Schmeckt doch tatsächlich wie Zuckerwatte. Zucker. Geil. Und das letzte, was wir jetzt hier haben, willst du es aufmachen? Ja. Tada, deine Schuhe. Sind ja echt einfach exakt dieselben, die ich damals hatte. Leute, schreibt mir in die Kommentare oder macht mal bei der Umfrage mit, wie ihr diese Schuhe findet. Die sind ein bisschen klein. Was sind denn für große Pfoten? Okay, also nicht behalten, oder was? Nee. Für den Preis macht es, glaube ich, echt keinen Sinn, so kleine Schuhe zu behalten. Da hast du recht. Dann Schuhe wieder zurück. Aber es gab ja auch ziemlich viele coole Sachen. Was hat dir am besten gefallen? Zuckermaschine, das Kloteil und das Glätteisen. Cool. Schreibt mal unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. In der Infobox sind, wie gesagt, alle Artikel verlinkt, falls ihr die auch haben wollt. Und dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt hier noch bei meinen letzten beiden Videos vorbeischauen. Da könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da ist mein Vlog-Kanal verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!